Warte mal, jetzt bin ich zu Hause. Da ist die Shepherd Farm. Okay. Ich glaube, ich bin gerade falsch gelaufen. Die wollten ihn aussetzen. Die hatten eigentlich gar keinen Bock auf Luffy. Ja, das kann sein. Vielleicht wollten sie den Burschen auch loswerden. Da sind sie. Warum ist Benny da? Oh, Vater. Levi's Temperatur ist viel zu hoch. Wir sollten Dr. Galen holen, damit er sich anschaut. Dr. Galen. Okay. Die Brücke wurde durch den Sturm zerstört. Ich kann nicht ins Städtchen, um den Arzt zu rufen, Lydia. Ich weiß, aber werden unsere Hausmittel ausreichen? Bitte lasst uns wissen, wann wir euch irgendwie helfen können, Mr. Shepard. Levi ist mein starker Junge. Ich weiß, dass er sich durchkämpfen wird, wenn er muss. Genau, er ist starker Junge und Jungen weinen nicht. Oh, okay, wir machen das alleine. Wie ist der Plan? Kümmere dich um das Medikament gegen Fieber und ich werde den Rest erledigen. Levi schafft das, ganz sicher. Dr. Gailon. Galen, ja. Ich musste auch gerade so ein bisschen an Gay und Geil denken. Dr. Galen, Galen Merrick, Marek, der geheime Schüler von Darth Vader. Oh mein Gott. Ich nehme jetzt die Pilzkunde. Da kann ich die Pilze, die ich auf dem Weg finde, mitnehmen. Lydia Popilia. Schön, dich hier zu sehen. Naturmedizin. Renaude, ich konnte mich bisher noch nicht dafür bedanken, dass du Levi gefunden hast. Es tut mir so leid, was mit deinem Bruder passiert ist, Lydia. Wenn ich irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. Das ist so freundlich von dir. Ich habe aber noch eine andere Bitte. Mir fehlt eine wichtige Zutat für seine Medizin. Aber ich will ihn auch nicht alleine lassen. Könntest du mir vielleicht die Kräuter besorgen, die ich brauche? Ja, sie traut sich nicht, ihren Bruder mit Benny alleine zu lassen, glaube ich. Ich besorge die Kräuter, kein Problem. Wenn du magst, komme ich mit, Renaude Granade. Deine Farm ist immer noch ganz schön kaputt. Ich kann helfen. Ja, wenigstens machst du dich mal nützlich. Jacob arbeitet doch bei Starbucks und hat nur das neueste iPhone. Würde auch niemanden mit Benny alleine lassen. Nee, der ist weird. Der ist weird. Ich soll Wildblumen anpflanzen, das ist der Wald. Ich nehme die Blumen mit. Ich klaue den erstmal die Blumen aus dem Garten. Wie es damals Klein Lizzie gemacht hat. Ich wollte einen Blumenstrauß für meine Tante machen, die Geburtstag hatte und gerade bei uns zu Besuche war. Und habe dann erstmal einfach ganz selbstverständlich aus dem Garten anderer Leute einen Blumenstrauß zusammengestellt. Fanden die nicht cool. Also die fanden das... Ich glaube, die fanden das cool und süß einfach. aber naja. So, sie haben meine Eltern trotzdem drauf angesprochen. Mich wundert es ein bisschen, dass sie nicht einfach mich als Kind darauf hingewiesen haben, dass man das nicht macht, aber naja. Die Zwillinge lieben den Tee, den ich daraus mache, doch Holunderblütentau ist auch wunderbar erfrischend fürs Gesicht. Oh, ich finde so Holunderblütentee richtig lecker. Aber Tee ist allgemein auch ziemlich geil. Oh, ich habe wieder Kieselsteine gefunden, kann das sein? Der Kieselstein-Experte kann mir bestimmt weiterhelfen. So, okay, dann gehen wir nach Hause. Hier ist meine Farm. Ich finde es schön, dass die Schilder relativ idiotensicher sind, also perfekt für mich. Stimmt, warst du zu cute, um dir böse zu sein? Weiß ich nicht, ey. Ich habe keine Vorstellung davon, so richtig wie ich als Kind war. Aber man muss sagen, das war halt so eine Siedlung, in der es auch recht angenehm zuging halt. Achso, ich soll schlafen gehen. Okay. Alter, hier ist ja echt alles kaputt. Ist es echt schon so spät? Tatsächlich ist es Nacht. Wann ist das passiert? Habe ich nicht noch ein bisschen Zeit für die Blumen? Achso, zweite Feldfläche. Ach, das kostet Geld, um die freizuschalten. Okay. Mensch. Und ich brauche gar kein Echtgeld dafür, um Felder freizuschalten. Das ist aber schön. So.
Selbst Chuck Norris würde ich mit Benny nicht alleine lassen. Ah. Kannst du rülpsen? Warst du nicht schon mal hier und hast dieselbe Frage gestellt? Kannst du rülpsen, Cedric, oder bist du dazu nicht imstande? Weil dann kannst du es ja auch selber machen. Achso, ich wollte doch eigentlich Wildblumen anpflanzen. Jetzt habe ich Karotten angepflanzt, ich Volldödel. Ah, ich habe doch gar keine Wildblumensaat, ne? Stimmt, deswegen... Ja, okay. Ich gehe erstmal schlafen. War jetzt ein bisschen dumm. Schlafe ich jetzt echt vor der Haustür? Scheiße! Warum? Ist die Zeit gerade so schnell vergangen oder wann ist der Tag vorbei? Sag bloß, hier schon um 12 oder so der Tag vorbei. Fuck. Tillinchen, Hallöchen. Hallihallo. Genau, rülpsen können hier nur Leute, die sie hier subben. Richtig, richtig. Vom Rülpsen abgelenkt, ja. Es ist etwas, was ich mein Leben lang nicht konnte. Und das hat mich gerade so aus der Bahn geworfen, weil es mich an eine sehr schwere Zeit erinnert hat, in der ich nicht rülpsen konnte. Tillinchen, wie geht's dir? Ja, die Glühwürmchen hätte ich ganz gern auch richtig gesehen. Ich konnte mich da nicht so richtig drauf konzentrieren. Liegt vielleicht daran, dass ich umgekippt bin. Gut, ich habe Karotten und ich kann sie ernten. Und ich werde das jetzt tun. Wir hatten am Flashbacks. Ja. War eine harte Zeit. Stell dir vor, du trinkst eine Limo und kannst einfach nicht rülpsen. Das geht einfach nicht. Das Leben ist einfach so schwer manchmal, ne? Kaufen. So, ich kann Kartoffeln kaufen, aber ich kann... Ich frage mich, wie ich dann... Also, ob ich dann Wildblumensaat ebenfalls erstmal freischalten muss. Aber wir können Kartoffelinos machen. Und jetzt bin ich auch arm. Sobald du die ersten Blätter deiner Kartoffel siehst, häufe regelmäßig die Erde um die Stängel an. Das schützt die Knollen vor der Sonne. Jacob. Okay. Ach, hier ist die Wildblumensaat. Also doch. Ja, dann können wir die auch anpflanzen. Ich habe nicht gesehen, dass wir die haben. Geht's gut, danke der Nachfrage. Wie geht's dir? Mir geht's auch soweit sehr gut. Ich schlafe in letzter Zeit echt beschissen, ey. Deswegen bin ich oft dann abends total schnell auch groggy und so. Aber sonst geht's mir gut. Kann auch nicht rülpsen. Ich finde das legit immer sehr beachtlich, wenn Leute auch teilweise im Stream rülpsen und so. Ich kann das gar nicht. Ich kann nicht so... Ich weiß nicht, ich frage mich immer, ob irgendwas mit mir anders ist. Ich kann nicht so richtig... Nicht richtig rülpsen. Und für andere ist es ja so unglaublich selbstverständlich... Aber ich kann nicht rülpsen. Ich habe ein Bäuerchen, aber kein Rülpsen tue ich nicht. Ist das komisch? Sind wir komisch, Tee? Lydia braucht Wildblumen. Ach so. Stimmt, für die Kräuter, genau, da war ja was. Können wir dann parallel schon mal ein bisschen aufräumen hier? Weil das sieht ja echt katastrophal aus. Ja, guck mal, ein bisschen vom Schutt befreien hier, die ganze Ecke. Oh, ich lieb's, ne? Das ist einfach... Ey, ich kann hier meine Füße auf den Tisch legen und einfach mit einer Hand spielen. Ich liebe das. Oh, das ist ein richtiges Braindead-Game. Ist der Ton eigentlich laut genug für euch? Oder hättet ihr es gerne ein bisschen lauter? Ich mache mal 5% lauter. Endlich kann ich dir mal ohne Lags zu sehen. WB, Lilly, falls du eben noch weg warst. Ich hoffe, bei dir ist alles okay. Ist dein Internet jetzt langsam wieder unter Kontrolle? Ich glaube, du hattest ja damals auch schon so Probleme, ne? Bei Saatauswahl habe ich gerade Satanswahl gelesen. Satanswahl. Vielleicht ist auch der Satanswahl. Also ein Wahlwahl. Der Hund schaut verängstigt auf und winselt. Oh mein Gott, ist das ein Corgi? Hey Kleiner, hast du dich verlaufen? Oh, ich liebe Corgis. Er winselt erneut, schnuppert aber vorsichtig an deiner Hand. Hm, keine Marke.
Willst du vielleicht mit mir kommen? Ruff, ruff. Er wedelt erfreut mit dem Schwanz. Oh, bist du süß. Ich wollte schon immer einen Hund haben. Ruff. Oh, süß. Ich habe einen Hundi. Oh, läuft er mir auch jetzt hinterher wie das Schwanz? Oh mein Gott. Ah. Oh, es ist so, Gott. Ich liebe Corgis. Ah. Ich sterbe. Oh, wie nennen wir ihn? Rülpshilfegruppe. Beachtlich. Ich stelle mir vor, wie Lizzie neben einem sitzt, der ordentlich einen Kampfrülpse rauslässt und Lizzie so nickend. Beachtlich. Wirklich beachtlich. Ja, am besten noch so, keine Ahnung, mit der Brille noch so ein bisschen so. Ah, interessantes rülpsendes Exemplar. Ah. Ich kann meine Selbsthilfegruppe gründen. Ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es da einen Lehrgang. How to rülps. How to rülps in 10 Minuten. Vielleicht, oh, vielleicht gibt es bei WikiHow. Kennt ihr WikiHow? Das WikiHow? Das ist doch so eine Seite, wo sogar erklärt wird, wie du eine Pfanne putzt oder wie du deine Hände wäschst und so ein Quatsch. Vielleicht gibt es da auch eine Anleitung zum Rülpsen. Die machen da immer Anleitungen mit Bildern. Ein Corgi, mein Herz, hilf. Oh Gott, Corgis. Oh, stell einfach. Ihr könnt, wenn ihr mich mal in so eine Menge aus Corgis stellt, ich würde einfach schmelzen. Ich wäre einfach am Ende nur noch so eine Suppe. So eine kleine, glitzernde, schleimige Suppe auf dem Boden, weil ich es nicht aushalten würde. Es gibt eine. Ist nicht dein Ernst. Korgert. Freunde, wir brauchen einen schönen Korgnamen. Genau, der Satanswal. Also der Hund wird nicht Satanswal heißen, aber naja. Eine glückliche Suppe. Herbert. Oh, was wir machen. Herbert? Warte mal, wir machen das anders. Herbert. Herbert. Wisst ihr? Pfeifert. Pfeifert. Ah, ich weiß nicht, heute habe ich irgendwie plus 10 auf Panz, glaube ich. Oh, die Oh, ich dachte gerade, ich könnte die Blumen aufsammeln, aber dem war nicht so. Oh, das ist so süß. Schrauben sind eine geniale Erfindung. Die alten Griechen haben sie schon in der Zeit um 400 vor Christus benutzt. Stimmt das? Stimmt das? Anscheinend haben die Leute schon damals eine solide Handwerkskunst zu schätzen gewusst. Ja, aber wirklich schlauer ist die Welt auch nicht geworden, ne? Ist es eigentlich traurig, dass wirklich in der Frage, ob Schrauben wirklich schon 400 vor Christus erfunden wurden? Ich fühle mich sehr dumm, gerade jetzt, nachdem ich die Frage gestellt habe. Lehm. Ich habe einmal versucht, zusammen mit den Kindern Figuren aus Lehm zu formen. Das Ergebnis war interessant, Amelia. Könnte gefährlich sein. Sind in der Regel hier Golems nicht aus Lehm? Könnte gefährlich werden. Also solltet ihr mal Golems sehen, die vor allem vielleicht vor der Stirn so Papierzettel kleben haben und sich irgendwie von selbst bewegen. Lauft. Ein echtes vierblättriges Kleeblatt zu finden, ist schon schwer. Aber kannst du dir vorstellen, dass jemand mal eines mit 18 Blättern gefunden hat? Ob das 4,5 mal mehr Glück bringt? Connor. Ich wünschte, ich hätte solche Probleme, über die ich nachdenken könnte. Das Internet geht immer noch nicht, kann derzeit aber auch meine Wohnung nur noch unter Schwierigkeiten betreten. Da ist Wasser reingelaufen, deswegen muss ich auf unbestimmte Zeit in der Besenkammer meiner Eltern wohnen. Und das mit 34. Oh Gott, Lilly, das tut mir furchtbar leid. Oh, was für eine Scheiße. Es tut mir richtig leid. Ich hoffe, das kann möglichst bald trockengelegt werden, alles bei dir. Aber in solchen Momenten ist man natürlich immer froh, dass man überhaupt irgendwas hat, wo man hin kann, ne? Ich drücke da ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Die lügt, Schrauben wurden erst um das Jahr 1400 erfunden. Verbrennt sie! Ihr müsst sie verbrennen.
So, wie sieht's denn bei meinen Blümchen aus? Wachsen die eigentlich? Die wachsen immer so paar Tag für Tag, ne? Ja, was hier alles hingeflogen ist. Also nach dem ganzen Zeug, was hier rumliegt, würde es mich nicht wundern, wenn Opa irgendwo einen Blumentopf auf dem Kopf verletzt durch die rumliegt irgendwie. Dekoplatz. Sobald ich das repariert habe, kann ich den Platz für Dekoration verwenden. Ja, schalt mal frei. Oh, das ist ziemlich cute. Aber wir räumen erstmal den Schutt auf. Kümmern wir uns erstmal um den Schrott, der so als Müll deklariert wurde. Ich auch. Ich habe vielleicht auch die Hoffnung, eine andere Wohnung zu finden, aber der Wohnungsmarkt ist echt mau. Oh, beschissen. Oh Mann, ey. So, sammeln wir den Shit ein. Wir können mal gucken gleich, was wir sonst noch für Aufgaben haben, wenn wir den Schutt weggeräumt haben. Rede mit Benny. Ach ja, Benny muss mir ja wieder bestätigen, wie toll ich das alles gemacht habe. Hier ist mein Lieblingsfarmer. Benötigst du Hilfe? Das Chaos. Beim Aufräumen ist dieser ganze Schutt zusammengekommen. Kannst du davon was gebrauchen? Das ist wirklich viel. Lass mich mal sehen. Er verschachert das dann gleich erstmal, ne? Ja, da ist einiges, was Owen und ich verarbeiten können. Danke. Hier, nimm die Taler dafür und ein paar der Materialien solltest du auch selbst behalten. Jetzt, wo der ganze Schutt weg ist, möchtest du deine Farm vielleicht auch etwas dekorieren. Du kannst die hier verwenden, wenn du magst. Weitere Dekos kannst du bei meinem Paar kaufen oder in anderen Läden. Dekoration bin ich dabei. Aber hallo. Was haben wir hier? Picknick, Bank, Gartenlampe. Geil. Geil, geil, geil. Hilfe für Levi. Du bist ein Naturtalent. Am besten bringst du die Blumen direkt zu Lydia, damit sie Levi's Medizin machen kann. So, und zum Thema Opa? Dein Großvater ist immer noch nicht zurück, aber lass den Kopf nicht hängen. Er taucht sicher bald wieder auf. Nachher hängt er irgendwo schwer verletzt im Baum. Lichter sind großartig, weil sie mir helfen, immer nach Hause zu finden. Schade nur, dass die Insekten so sehr verwirren. Deshalb haben wir nur das wirklich nötige Licht an. Okay, danke für deine Weisheit, Levi. Dasselbe Sandwich schmeckt so viel besser, wenn man es bei einem gemütlichen Picknick in der Natur isst, anstatt am Küchentisch zu Hause. Ist das nicht spektakulär? Ey, Rita hat absolut recht, finde ich. Ich finde auch, dass wenn eine andere Person einem ein Sandwich macht, dann schmeckt es einem oft besser, als wenn man es sich selber macht. Geht das euch auch so? Bei mir war das immer so. Gerade wenn, gut, bei meiner Oma war es eh nochmal krass. So, wenn meine Oma mir Brot geschmiert hat, hat es immer dreimal mehr besser geschmeckt, als wenn ich es selber gemacht hätte. Aber das ist auch Oma. Aber ich meine, so grundsätzlich, wenn einem jemand anderes ein Sandwich macht, ist es immer geiler gewesen. Was ist das? Ach, ein Leckerli. Achso, das sah für mich aus wie so eine... Keine Ahnung, das sah für mich aus wie Bauschaum oder sowas. Das ist ein Leckerli. Mo ist ganz verrückt nach diesen knusprigen Leckerlis. Er würde wirklich alles dafür tun, um eins zu bekommen. Mo? Willst du ein Leckerli? Oh, jetzt geht das los, ey. Ja! Die Cookie? Ein lecker Cookie? Okay. Haben wir jetzt eigentlich die Wildblumen schon zusammen? Achso, das hier. Haben wir das schon? Okay, ich geh mal zur Farm und sprich mal mit ihr. Weil eigentlich haben wir ja schon einiges an Blümchen gesammelt, ne? Aber ich weiß halt nicht, ob die zählen. Lydia, Schmüdia. Ach so, nee, wir müssen sie... Okay, es sind die Angebauten gemeint. Okay. Da müssen wir noch warten. Ich dachte, wir können vielleicht auch die nehmen, die wir so aufgesammelt haben. Weil im Grunde sind das ja Wildblumen, aber die scheinen nicht zu reichen. So, da haben wir noch mal ein paar Haarbüschel. Ein paar Fasern, die aussehen wie Haarbüschel. Oh, meine Energie ist gleich auch down, ne? Geht ja schnell.
Ich mach raus, euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Twitcher, ich wünsche auch noch einen schönen Tag. Mach's gut. Bis bald. Und Dankeschön. So, da haben wir noch eine... noch einen kleinen Berg zum Buddeln hier. Geh mit. Rote Beete. Ich weiß noch, dass Hannah einmal Rüben aus dem Garten gepflückt und roh gegessen hat. Ihr Gesicht war tagelang rot. Ich bezweifle, dass es möglich ist. Das bezweifle ich sehr stark. Schau mal, ist es Unkraut? Ah, nee, Lorbeeren. Bevor du Lorbeerblätter zum Garen hinzufügst, reiße ihre Ränder leicht ein. Dadurch entfalten sich die ätherischen Öle besser. Oh. Zugeben, ich koche eigentlich nie mit Lorbeerblättern. Kennst du das, wenn du versuchst, mit deiner Stirn zu essen? Ich kenne das, wenn ich versuche, gemeinsam mit meinem Schreibtisch zu essen vor allem und einfach alles auf Monitoren verteile und so. Ja, das kenne ich, aber mit der Stirn? Meine Klamotten essen auch immer mit. Und dann fühle ich mich immer, als müsste ich ins Altenheim. Statt Kaffee kocht meine Mutter immer einen Ersatz aus der Wurzel und der Wegwarte. Okay, schmeckt überraschend ähnlich, ist aber koffeinfrei. Wegwartewurzel. Ressourcen, die zum Kochen oder zur Erfüllung von Marktaufträgen verwendet werden. Okay. Cool, was man hier alles so sammeln kann. Hm. Er sagt, das ganze Gesicht war rot. Das klingt ein bisschen, als hätte sie eigentlich ihr ganzes Gesicht da irgendwie mit eingerieben, ne? Ich muss ein bisschen an die Folge aus Scrubs denken. Mit dem Typen, der komplett orange war. Und sich am Ende dann herausstellte, dass er übermäßig viel Karotten- und Tomatensaft getrunken hat. Das war so lustig. Muss ich immer wieder dran denken. Scrubs, einfach Weisheit. Wirklich pure Weisheit. So, die Wildblumen brauchen ja noch eine Weile. Muss ich die eigentlich zwischendurch nochmal gießen oder passt das jetzt erstmal so? Guck mal, hier habe ich noch Dinge, die ich reparieren kann. Schrauben, Zweigen. Okay. Mo, ich wünsche dir einen guten Mittag, Schlofi. Bis bald. Und danke fürs Vorbeischauen. Ich weiß auch noch nicht, wie sehr das mit dem man antworten geht. Es ist manchmal ein bisschen verwirrend. Mit der Antwortfunktion, finde ich. Aber irgendwann hat man es raus. Ach so, ich habe keine Holzscheite, deswegen. Muss ich eigentlich irgendwie eine Axt herstellen? Oder finde ich irgendwann eine? Oder skillt man das dann irgendwann, wenn man wieder so einen kleinen Levelaufstieg hat? Kannst du das einsammeln? Geht das? Ach so. Nicht genügend Energie. Okay, dann gehe ich mal Schlofi. Aber ich glaube tatsächlich, mit dem Antworten war jetzt, glaube ich, gar nicht so falsch, Lilly. Ich weiß auch gar nicht, wovon er das immer so abhängig macht, dass dann immer so die erste Ausgangsnachricht angezeigt wird. Ich meine, ich fand das Schweinchen auch süß, aber Corki ist auch süß. Ich möchte lieber am liebsten beide hinter mir herlaufen haben. Aber was macht Corgi eigentlich? Hat er auch schon... Ich habe da eben nicht so drauf geachtet, als ich rumgelaufen bin. Hat er zwischendurch auch schon Taler gesammelt und so ein Quatsch? Vielleicht habe ich auch schon Taler von ihm angenommen und es nicht realisiert. Oh, das sind die Blümchen. Dann hol mal raus. Okidoki, die müssen wir gießen. Okay. Ich fülle nochmal vorsichtshalber auf. Und dann können wir die Wildblumen zu Lydia bringen. Dafür müssen wir zum Shepherd hoch, zur Shepherd Farm. Da geht es ja hier lang. Dun, dun, dun.
musste mir das mittlerweile aber auch ganz schön antrainieren, mal die Antwortfunktion zu nutzen. Irgendwie, es war halt immer noch so lange drin mit dem Ad. Aber irgendwann hat man es dann so ein bisschen raus. Und tatsächlich auf lange Sicht finde ich es auch ein bisschen praktischer, gerade wenn man irgendwie sich da thematisch ein bisschen einklinken möchte oder so, dann kann man so ein bisschen nachvollziehen, wer was dazu alles geschrieben hat. So. Lydia, hier, bitteschön. Ich hab Blümchen. So. Geben wir mal ab. Ich werde mein Bestes geben, aber sein Fieber ist noch weiter gestiegen. Ich hoffe, wir können eines Tages den Gefallen erwidern. Ja, seht erstmal zu, dass das Kind hier nicht am Fieber irgendwie zugrunde geht. Ja, ich glaube, Steinabbau wäre schon sehr wichtig erstmal. Energie fände ich auch gut, aber das kriegen wir sicher später auch nochmal. Nehmen wir erstmal Steinabbau. Perfekt. Schnups. Oh nein. Hat sie es geschafft? Es hilft nicht, seine Temperatur steigt weiter. Kann ich noch irgendetwas tun, um Levi zu helfen? Ja, vielleicht einen Arzt holen, wäre eine Idee, ne? Nein, ich glaube, keiner von uns kann ihm in diesem Zustand helfen. Das Problem ist ja, dass die vom Arzt so ein bisschen abgeschnitten sind, ne? Wegen der Sturmschäden. Aber trotzdem erschießen. Gnadenstoß. Vater, wir müssen irgendwie den Arzt holen. Jetzt. Warum, was ich nicht verstehe. Während sie die Sache versuchen mit dem, mit den Kräutern, hätten sie doch eigentlich schon parallel jemanden dazu mobilisieren können, zu versuchen, ohne sich dabei umzubringen, zu einem Arzt durchzudringen. Warum hat man das nicht schon vorher gemacht? Yeah. Aber hätte Fahrradkette, ne? So, verdammter Sturm, wir haben keine Option mehr. Wir müssen diese Brücke irgendwie wieder aufbauen. Vielleicht kann ich helfen. Wir treffen uns bei der Brücke mit den anderen und reparieren sie endlich. Ja, und dann ist die Brücke gleich in 5 Minuten repariert und man hätte es viel früher machen können. Und Levi wäre nicht fast gestorben. So, die Brücke war ja warte mal, wo war die denn? War die Brücke bei mir in der Ecke? Was ist bei dir? Owen, ich weiß, es ist eine große Bitte, aber Levi's Zustand verschlimmert sich. Ich muss dringend Dr. Galen holen. Hilfst du mir dabei, Dr. Gailon, hilfst du mir dabei, die Brücke instand zu setzen? Selbstverständlich, Benny und Renaud de Granate helfen sicher auch. Es wird nicht lange dauern, Jacob, keine Angst. Boah, das hättet ihr auch vorher mal schon machen können, ne? So. Jetzt habe ich auch die Axt gekriegt. Jetzt habe ich die Axt bekommen. Genau, hier ist die Brücke. Benny steht auch wieder da und existiert. Ich muss Holzscheite sammeln. Ich habe jetzt eine Axt. Deswegen sollte es passen. Jetzt müssen wir uns nur noch nach Holzscheiten umsehen. So, Gief. Kann ich hier auf diesen Großbaumstämmen auch rumkloppen? Kann ich Bäume erschlagen? Nee. Gehen wirklich nur die kleinen Holzscheiter, auf denen ich dann rumschlagen kann? Was habe ich jetzt? Was kriege ich? Oh komm, wir nehmen Schatzschlüssel. Ich will gucken, was in so einer Kiste drin ist. Wir stehen ja direkt bei einer. 5 Picknickkörbe. Was auch immer man damit tut. Vielleicht Dinge essen. Kann ich denn irgendwie... Ist es mein Inventar? Ja. Ich suche mir so eine Auflistung. Oh
Okay. Oh, die Sachen spawnen aber schnell wieder, ne? Kann ich das auch einsammeln? Nein. Kein Schilfrohr. Okay. Dann gucken wir nochmal außerhalb von dieser Farm hier, ob da irgendwo Holz rumfliegt. Ich guck mal bei mir. Bei mir. Nicht so komisch um die Ecke, sondern bei mir. Verliert man eigentlich beim Aufsammeln Energie? Sieht bisher nicht so aus, oder? Es ist so minimal, dass man es nicht realisiert. Nee, ich glaube nicht. Mit 5 Picknickkörben kannst du 5 Picknickse vor allem machen. Weil man weiß ja, nach einem Picknick ist der Korb und wird ja wirklich zerstört. Das ist richtig. Ja. Danach kann man ihn nicht mehr verwenden. Sowohl das Geschirr, was daran ist, nicht. Oh. Ich glaube, das Spiel stürzt gerade ab. Entschuldigung, warum werden hier jetzt Nasen geklaut? Verzeihung. Verzeihung. Wir haben hier einen kleinen potenziellen Nasendieb unter uns. Facebook also. Hab die Nachricht eben nur gesehen. Ja. News gibt's bei Facebook. Okay, es geht wieder. Keine Ahnung. Was auch immer das war. Vielleicht hatten die Server kurz einen Schluck auf. Nicole ist hier unsere Schlappenabgeordnete und sie hat eine sehr gute Technik, damit umzugehen. Eine sehr gute Technik. Kriegen wir von dem Hundi anderen Loot als von dem Schweinchen? Und die Frage ist, wo ist das Schweinchen hin? Was ist mit dem Schweinchen passiert? Wurde es einfach eiskalt ersetzt? Wurde es eiskalt ersetzt und was ist mit Schweinchen geschehen? Was ist das hier eigentlich? Das scheint ja irgendein neues Gebäude zu sein. Ach, ein Stall. Okay. Gut, wir suchen ja immer noch Holzscheiter. Also er hat zumindest bis eben alles gespeichert. Also kein Drama. Kein Drama. Guck mal, da sind Scheiter. Tschap. Das ist nicht dein Ernst. Ihr macht aus Holzhacken echt ein Minigame, seid ihr wahnsinnig? Ihr macht aus Holzhacken ein Minigame? Wenn ich Holz hacke, ist ja grauenhaft. Ich brauche Nasen für meine Nasensammlung. Vor allem mein Süßnasenregal ist noch leer. Und Nicole, schlappiert zu werden ist unfair. Schlappiert zu werden. Ich sage, sie ist Expertin. Und deswegen weiß ich schon, in welchen Momenten sie damit umgehen muss. Als du Herbert bekommen hast, stand da was von mögliche Funde. Scheint also anders zu sein als beim Schwein. Okay. Weil ich meine, der Hundi hat eben, fehlender Feature-Sticker? Ah, das ist anderes Holz? Okay, habe ich nicht erkannt. Habe ich nicht erkannt. Sieht irgendwie genauso aus. So, kleinen Moment. Ich will mal eben gucken. Sind hier vielleicht die Begleiter? Ah, guck mal. Oh, man kann die auch aufleveln. Zwerghörnchen. Einhornferkel. Oh mein Gott, ein Einhornferkel. Ah, hier. Leckerli, Zweig. Ungewöhnliches Leckerli und kleines Picknick. Findet Herr Bert. Und das schwarze Ferkelchen. Geld. Fürsorgetoken. Klingt bisher eigentlich am interessanter, wenn ich ehrlich bin. Wir brauchen einen schönen Namen für das Ferkel.
Super sweet, oder? Mir fehlt ein Sticker, um das zu tun. Okay. Wir brauchen einen Namen für das Ferkelchen. Piggledy. Oder... Das Ferkel war tatsächlich unser erster Begleiter und dann haben wir den Hund gekriegt. Meine Güte. Entschuldigung. Ich habe zu wenig getrunken. Nenne ich es jetzt Piggledy oder habt ihr eine andere Idee? Sonst nenne ich es Piggledy. Ich weiß gar nicht, wie Piggledy geschrieben wird. Mit I oder mit E? Mit I oder mit Y? Schwarte, Pummelbauch. Pummelbauch ist auch süß. Und Pummelbauch finde ich auch süß. Mal gucken, ob Pummelbauch passt. Das ist ein toller Name. Das Spiel sagt, das ist ein toller Name. Ja, du möchtest die Nasen nur borgen. Ja, klar. Natürlich. 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 Das Gute ist, man kann die auch jederzeit umbenennen. Finde ich cool. Jetzt haben wir das... Nee, immer noch nicht. Wie kann ich das wählen? Ach, hier herbeirufen. So. Jetzt können wir es aufleveln. Ah, man braucht dafür braucht man die Leckerli. Zum Aufleveln brauchen wir die Leckerli. Okay, ich wollte nur gucken, ob wir vielleicht schon viel Leckerli haben, aber scheinbar nicht. Gut, ich mache jetzt wieder hier mein komisches Holz-Minigame. Ich hätte gerne das Einhornferkel. In dem Kontext fände ich so ein Einhorn mal wieder ganz cool. Brauchen Holz. Habe ich genug? Ah, ich habe genug Holzscheite. Wir können wieder zurückgehen. Die Schützerin aller Nasen. Apropos, ich habe irgendwie... ich hatte nur so einen Post gesehen. Apropos Beschützerin aller Nasen. Kann es sein, dass es irgendwie einen neuen Herr der Ringe-Film oder so geben soll? Irgendwie habe ich da was... Irgendwie einen Post gesehen. Wo muss ich nochmal hin? Zur Shepherd Farm? Ne, die waren auf der anderen... bei der Carpenter Farm, ne? Serie? Oder ich weiß gar nichts. Ich habe nur gesehen, dass es irgendwie so ein Teaserbild gab und ich habe mir den Trailer oder so es nicht angeguckt. Kommt eine Herr der Ringe-Serie, die spielt aber im zweiten Zeitalter, also die Zeit, wo Sauron gerade an die Macht kam. Ah ja, das ist ja cool. Ist ja nice. Du verdienst es, den letzten Nagel zu setzen. Geh rüber zur Brücke und schließ unsere Arbeit ab. Okay. Ich nicke. Brücke freischalten. Ja, das ging jetzt so schnell. Wenn ihr das früher gemacht hättet, dann würde Levi jetzt nicht schon seit 2 Tagen unter Fieber leiden. Ich danke euch allen. Ich hole Dr. Gailon so schnell wie möglich. Hilfe, bitte! Was jetzt passiert? Levi, geht es schlechter. Ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Das klingt übel, aber der Doktor sollte gleich da sein. Wir haben doch die Brücke gerade fertig gebaut. Schaut, da kommen sie schon. Die haben echt ein komisches Pacing. Wäre es Breath Edge, würde alles explodieren, ja. Dann würde die fertige Brücke jetzt einfach in sich zusammenfallen, direkt.
Schieß ihn doch einfach. Erlöst das Kind. Lydia, was ist passiert? Gott sei Dank seid ihr da. Beeilung. Levi geht es immer schlechter. Oh, Überraschung. Ein unbehandeltes Fieber wird immer schlimmer. Geht es Levi wieder besser? Ja, er ist ein starker Junge. Ich wünschte nur, ich hätte früher kommen können. Vielen Dank für deine Hilfe, Renaude Grenade. Es war Lydia, die das Fieber so tapfer behandelte, bis sie gekommen sind. Ich habe nur geholfen, wo ich konnte. Dr. Gailon, haben Sie zufällig meinen Großvater in der Stadt gesehen? Walter? Nein, zumindest nicht in letzter Zeit. Oh, Owen meinte, dass er während des Sturms vielleicht in der Stadt war. Ich verstehe. Nun, da die Brücke repariert ist, gibt es auch eine einfache Möglichkeit, diese Theorie zu beweisen. Komm, lass uns rübergehen und nachsehen. Ich vermisse... Hallo, hier wird ein alter Mann vermisst und keine Sau interessiert das. Genau, das Wasser wäre noch nachhaltig vergiftet, ja. Bis jetzt gibt es von der Serie nur ein Bild. Okay, spannend. Es gibt wirklich nur dieses eine Bild, ja. Das sah ja schon sehr beeindruckend aus. Erst Liffy im Wald aussetzen und hoffen, dass er nicht wiederkommt und jetzt doch versuchen, ihn zu retten. Ja, genau. So, ich nehme jetzt mehr Energie. Gut, gehen wir mal rüber. Connor, bist du dir sicher, dass die Nägel richtig herum sind? Was zur Hölle? Autsch, mein Daumen, Mathilda, kannst du bitte den Hammer aufheben? Gleich da drüben. Was ist das für eine wilde Geschichte hier? Bürgermeister Connor, Mathilda, ist alles in Ordnung? Ah, Nathan, wie geht es dem Shepherd-Jungen? Jacob war außer sich vor Sorge. Ihm geht's bald besser. Alle haben sich gut um ihn gekümmert. Manchmal geht es nicht ohne die Schulmedizin. Und du musst Renaude Grenade sein. Du bist aber groß geworden. Wir könnten etwas Hilfe gebrauchen mit dem Markt, wenn ihr zwei kurz Zeit hättet. Connor, wir schaffen das schon. Ich muss nur diesen Hammer finden. Wir helfen euch gerne. Okay, Gut. Darf ich da auch mitreden, bitte? Zack. Da ist ein Lama. Hallo Schätzchen, es ist lieb, dass du mich besuchen kommst. Ich danke euch allen. Nach diesem Sturm hatte ich schon befürchtet, dass mein Markt erledigt ist. Ich helfe gern. Nun muss ich mich aber weiter um meine Patienten kümmern. Wenn auch das ist, kommt gerne vorbei. Ich sollte mich auch wieder an die Arbeit machen. Danke, Renaude Grenade. Du findest mich beim Rathaus, falls du etwas benötigst. Du warst wirklich eine große Hilfe. Dein Großvater kann stolz auf dich sein. Ja, apropos, ich vermisse ihn seit 3 Tagen. Ne? So. Als Info. Was bekommen wir? Freundschaft? Kleintierstall. Hast du ihn in letzter Zeit gesehen? Meinen Großvater, meine ich? Vor dem Sturm das letzte Mal. Wieso? Ich mache mir Sorgen um ihn. Er ist einfach verschwunden. Keiner weiß, wo er ist. Sorgen? Ach, Renaude Grenade, dein Großvater ist zäh. Er ist gewiss bald zurück, gesund wie immer. Wirst schon sehen. Die haben ihn alle umgebracht. Was mich zu deiner Hilfe beim Markt zurückbringt. Weißt du, warum das Connor so wichtig war? Er mag Mächte, merkte ich gern. Ihr zwei sind gute Freunde. Das auch, aber hauptsächlich, weil hier jeder, der Produkte benötigt, seine Aufträge auflisten kann. Diese werden von lokalen Farben erfüllt. Seit dem Sturm gibt es mehr Anfragen, aber weniger, die Aufträge erfüllen. Die stecken alle unter einem Hut, aber hallo, Jackie. Aber hallo. Und wo du gerade hier bist, könntest du dir die Aufträge ansehen? Ich weiß, Walter hätte alles getan, um zu helfen. Ich muss also nur einen der Aufträge annehmen, die gewünschten Produkte sammeln und sie hier abliefern? Genau. Im Austausch erhältst du Taler, aber auch wertvolle Materialien für verschiedene Verbesserungen. Okay, ich werde helfen. Ah, du bist ein Schatz. Gespräch beendet hier. Pickledy hat, Pummelbauch hat, Geld gefunden. Aber ich kann mit Pummelbauch nicht richtig interagieren. Ja, das ist Mo. Er begrüßt dich, indem er seine fluffige Mähne herumwirft. Er hat einen Schal. Er hat einen Schal.
sweet. Ich kann mit Pummelbauch nicht interagieren. Pummelbauch hat was gefunden, aber ich kann nicht mit ihm interagieren. Ich kenne die Vorgeschichte von dem Game nicht, aber es klingt wirklich nach einer Sekte. Oder die haben irgendwelche Rituale mit ihm durchgeführt und vertuschen das nun. Kannst du im Spiel zur nächsten Polizeiwache gehen? Die sind doch alle korrupt, bestimmt auch die Polizei. Ich habe das Gefühl, wir sind hier so ein bisschen wie bei Wicker Man. Ich glaube, das wird so ein Wicker Man-Ding. Und Geschichte zu dem Game ist wirklich nur, dass wir früher immer als Kind hier auf dem Hof waren und unserem Großvater auch auf dem Hof geholfen haben. Dann sind wir aber, waren dann nur zu Besuch, haben ihn länger aus den Augen verloren. Und dann kam ein Brief von Großvater, dass wir hier vorbeikommen sollen. Und jetzt war hier aber ein Sturm und seitdem ist der Großvater verschwunden. Und ich glaube, die haben ihn alle umgebracht. Hallöchen, Fanti, wie geht's? Wie steht's? Ja, jetzt kann ich mit den Schweinchen reden. Endlich. Klingt nach Stardew Valley. Ja, es ist halt eben auch einfach ein klassisches Farmgame, ne? Ein sehr klassisches Farmgame. Aber bisher macht's Bock. Wir sind auch noch ganz am Anfang. Ein schöner Tag, nicht wahr? Über meinen Opa. Wenn das mal nicht die Heldin des Tages ist. Ich habe so einige Geschichten über dich gehört, Grenade Grenade. Natürlich eine gute. Wie kann ich helfen? Ich hatte gehofft, dass mein Großvater hier bei dir sein würde. Ich habe schon gehört, dass du nach ihm suchst. Es tut mir leid, Grenade Grenade, aber Walter ist nicht hier. Er hat mir vor dem Sturm ein paar Briefe gegeben, aber der kräftige Wind hat den Postsack erwischt und fast alle weggeweht. Was für ein Zufall aber auch. Was für ein Zufall. Das ist aber ein Zufall. Du bist fix und fertig, oh Mann. Mir geht's gut soweit, ich penne nur in letzter Zeit echt beschissen. Also ich könnte ein bisschen ausgeruhter sein. Nur ein Brief davon ist übrig, für Mathilda. Du kannst ihn ihr gerne bringen, aber vielleicht kann sie dir mehr sagen. Okay. Ich danke dir, dass du so vielen hier hilfst. Nach diesem Tumult können wir das gebrauchen. Na gut, dann bringe ich den mal direkt rüber. Ist ja nicht so, dass er 2 Meter von Mathilda entfernt ist und den einfach selber rüberbringen könnte. War das ein Hilfebrief von deinem Opa oder ein Hey, schau doch mal auf meiner Farm vorbei Brief? Es war eigentlich eher so ein Hey, komm vorbei und ja, also es könnte auch ein Hilferuf gewesen sein. Chef meinte heute mich voll zu stressen, konnte vor Feierabend nicht mal die Maschine sauber machen. Doof. Klingt echt nach einem doofen Arbeitstag. Hallo, was kann ich heute für dich tun? Ich habe einen Brief für dich. Vielleicht finden wir da auch ein paar Blutflecke drauf. Also ich stelle nur Theorien auf, ja. Ich habe einen Brief von meinem Großvater für dich. Ach, wie schön, ich liebe Briefe. Aber warum lieferst du diesen Brief aus? Der Sturm hat die Post weggeweht. Bürgermeister Connor meinte nur, dieser sei von den Briefen von meinem Großvater übrig. Und ich hoffe, mein Großvater hat dir geschrieben, wo er ist. Ich verstehe, danke, dass du ihn mir gebracht hast, aber ich fürchte, du musst noch etwas auf deine Antwort warten. Ich habe meine Brille bei dem Sturm verloren. Momentan kann ich nicht ein einziges Wort lesen. Ach, come on. Ach, come on. Oh. Wir schmutzige Maschinen sind alle unartig. Kein Problem, ich kann den Brief für dich lesen. Zwinker. Was? Aber nicht doch, das ist ein privater Brief. Ich kann ihn dich nicht einfach lesen lassen. Ach, come on. Aber er könnte in Schwierigkeiten sein. Ach, papalapap, Walter geht es gut, wo auch immer er ist. Da kannst du mir vertrauen. Ja, er ist wahrscheinlich tot, weil du ihn umgebracht hast. Ich bat Rita, mir eine neue Brille aus der Stadt zu holen. Sobald sie zurück ist, können wir den Brief lesen. Und wann kommt sie zurück? Es wird wohl noch etwas dauern. Am besten beschäftigst du dich bis dahin und hörst auf, dir unnötige Sorgen zu machen. Das ist einfach literally jeder Horrorfilmplot. Das ist ein Horrorfilmplot. So, ach Gott, der kommt schon wieder. Stell dich nicht so an, mach dir keine Sorgen. Ach, den Brief, nee, den kann ich gerade nicht lesen. Ich habe meine Brille nicht hier. Ach, die ist zufällig kaputt gegangen. Jetzt kann ich den Brief nicht lesen. Ah, nee, den Brief darfst du nicht lesen, weil der ist ja privat. Das ist ja mein Brief. Ja,
Mhm. Oh, hey. Da du die Farm deines Großvaters übernimmst, müssen einige Formulare angepasst werden. Was für Formulare? Nur die Farmregistrierung und dass du jetzt hier einziehst. Kannst du das hier bitte zu Amelia bringen? Oh, Entschuldigung, meine Güte. Oh, sorry für das Gehen. Zu Amelia? Ja, wie sie mich nur zu gerne ständig daran erinnert, ist sie die Bürgervertreterin hier und muss auch unterzeichnen. Okay, dann bringe ich es zu ihr. Komm danach gleich zurück, ich habe da noch ein paar spannende Informationen für euch. Okay. Wo war Amelia? Wer war nochmal Amelia? Ich glaube, eine von denen bei dem Hof, ne? Bei einem der Höfe. Okay, kann man Dinge kaufen. Es ist ein Haus. Cool. Kann man die Häuser kaufen. Okay. Freundschaftsbelohnung. Davon haben wir noch gar nichts. Davon haben wir noch gar nichts. Ein süßer Wohnwagen hier. Ist schon alles sehr süß gestaltet, finde ich. Schon sehr niedlich, sehr detailreich auch. Sehr süß. Was ist das hier? Ah. Stadtregister. Was macht das? Brunnenausbau. Hm, okay. Dritte Feldfläche. Melonen. Ah, damit schaltet man die einzelnen Sachen frei. Okay. Genau, dann Marktauftrag. Schau nach den aktuellen Marktaufträgen und sammle die benötigten Gegenstände. Und Aufträge kann man entfernen. Genau, hier sind die Aufträge, glaube ich. So. Das können wir liefern. Sehe ich gerade. Und das hier auch. Und das hier ebenso. Wir können irgendwie alles liefern gerade. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Das ist creepy. Wenn du dein Gewicht wissen möchtest, dann stell dich dort drüben auf die Waage. Ich muss nur meine Gewichte finden. Ich verliere sie ständig. Okay. Ja, ich weiß gar nicht. Ich kann mich an den Brief auch nicht mehr so erinnern. Der war auch nur ganz kurz. Aber gut möglich, dass er uns die Farm halt erstmal überlassen wollte. Aber schon seltsam, dass er dann jetzt auf einmal verschwindet, ne? Vielleicht wollen die unsere ganze Familie auslöschen. Und deswegen locken. Erst haben sie meinen Opa entfernt. Und jetzt locken sie mich auf die Farm, um mich dann irgendwann loswerden zu können. Fleißbonus. Düdüm. Boah, es ist spektakulär hier. Spektakulär. Alter, habe ich das alles schon fertig hier? Habe ich wirklich so viele Sachen davon? Scheinbar ja. Ich glaube, du bist des Großen auf der Spur. Wirklich, Fanti. Ich glaube auch. Alle korrupt hier. Halbe Mafia einfach. Wie gesagt, ist wie bei Wicker Man. Habt ihr Wicker Man gesehen? Den alten mit Nicolas Cage? Der kommt da halt in irgendein Dorf. Und,